So, Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von. Ich hab's gefunden. 94 Grad. Hier habe ich's gefunden. Ich wollte gerade noch auf hier unten tippen. Wo war's denn gewesen gerade? Auf das. Ne, das ist ja auch kein. Hier, auf das hier vielleicht. War es ja ein bisschen schräg. Aber hier habe ich's gefunden. Das müsste es eigentlich sein. Ach Gott sei Dank, zwei Pinsel rausgehauen, ist ja ätzend. Okay. Die Wirbelsäule. Ja, das sollte nicht allzu schwierig sein. Das da müsste. Wäre aber ganz cool, wenn es von hinten ein Dings wäre, wa? Eine Hintenansicht, aber das müsste die Wirbelsäule sein. Der Verbund von oben und unten. Vom Ober- und Unterkörper. Nigeria! Nigeria, Nigeria. War aber auf jeden Fall irgendwo oben gewesen. Tipp mal, wo wir hier hin? Ja, knapp. Es könnte auch hier gewesen sein, also hier oder hier. Nigeria. Guck mal hier, vielleicht hier. Nee. Ist kälter, schade. Immer noch warm. Dann wird es hier unten sein. Ist ja fast gleiche Höhe gewesen. Aber es wurde halt nicht wärmer, als ich nach rechts gegangen bin. Danke auf Dänisch. Danke auf Dänisch. Tack. Danke. Hat Dänisch nicht auch eine komische Schreibweise? Danke. Jikuje. Ja, eigentlich müsste ich irgendwas anklicken, weil ich habe keine Ahnung. Dankon. Keine Ahnung. Dänisch. Wieder, was das heißen könnte. Dikchi. Ja, schauen wir mal das hier erstmal an. Nah dran, nah dran. Dankon, vielleicht doch Dankon. Es wird wärmer, das heißt also entweder in die Richtung oder. Obrigado. Nee, das ist ein bisschen Stück weiter da. Thanks, Tenem. Oh, das ist aber richtig krass abgefallen. Also nicht in die Richtung, sondern die hier runter. Vinaka. Heißt also Richtung da. Aber trotzdem in dir. Das hier könntest. Ne, das kann nicht sein. Das kann es aber auch nicht sein. Das ist eine komische Sprache. Ne. Das ist Russisch hier, das hier. Das heißt, das kann es auch gar nicht sein. Thanks ist Englisch. Das ist nicht Dänisch. Aber es ist auf dieser Linie. Einfach weiter. Aber das ist auch recht wenig dazugekommen, ist gerade auf der Temper, ach du Scheiße, auf der Temperaturskala. Und vielleicht sprechen die ja Englisch. Auch nicht. Alter. Merci kann es auch nicht sein. Das kann aber, das ist auch nicht Dänisch. Sagul, was? Sagolun. Sagolun. Aber ich meine, wir müssen ja hier bleiben eigentlich. Tack. 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 Bolivien. Das ist auch ein recht großes Land gewesen. Ich glaube, war das oder das Argentinien? Ich glaube, das war Argentinien. Ich glaube, das ist Bolivien hier. Nee, nicht ganz, nicht ganz, nicht ganz. Zwei Pins habe ich noch. Das ist Bolivien oder ist da drunter? Das ist Bolivien, super. Ein Pin haben wir noch, das ist E. Das ist E. Vielleicht das? Yes, nochmal mit dem letzten Dings. Ups. Oh, toll, 80 Grad, so eine einfache Frage und ich habe keinen Pin mehr. Das ist ja ärgerlich. Ja, Leute, dann würde ich aber sagen, wir machen wieder ganz kurze Pause. Ist doch ein bisschen länger geworden. Das wird jetzt aber ein paar Tage über 10 Minuten geworden. So viel Wissen auf einmal, das ist ja unglaublich. Tja, aber dann würde ich sagen, machen wir beim nächsten Mal weiter. Ich suche schon mal den 80 Grad Winkel. 10, 20, nee, 0, 10, 20, 30. Wobei, wir gehen mal auf den 90 Grad Winkel und gehen auf die 80 zurück. Also hier ist es. Gut, das war's aber gewesen, Leute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder von 94 Grad und bis zum nächsten Mal. Ciao!